Also, in diesem Video gibt es ein ganz besonderes Thema. Pannendienst. Pannendienst. Wir werden jetzt ein E-Bike abschleppen mit einem anderen. Der Grund ist folgender, wir sind hier auf Türchen und die Pedale hier von meinem Mountainbike ist wieder hier abgebrochen. Gewinde ist jetzt komplett Fritte, da ist schon gar nichts mehr zu sehen, wie man eventuell sieht. Von daher, ja, wir kommen nicht mehr nach Hause. Und jetzt, so, wie funktioniert das hier, Sascha? Vorne einfach dran oder was? Einmal hier rumherum. Mhm. Ziehen wir das Ganze hier durch. Ja. Machen das rote Seil mit den Aluspänen voll. Das ist jetzt der Obertest fürs Super Delight hier. Okay, wo kommt das jetzt dran? An die Sattelstütze hier, ne? Nicht? Okay. Okay, einmal raus. Abschleppseil dran. Und wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auf YouTube gibt, hier so ein Abschleppdienst. Ich glaube nicht. Dann etablieren wir das hier heute. Notgedrungen. Okay. Ja, machst du den höchsten Gang. Also hier höchste Stufe. Alter, okay, wir machen das jetzt einfach. So, erstmal Motor an. Jetzt kann das Bike mal zeigen, wie viel Power das hat mit dem Bosch-Motor. Turbo an. Ich schalte mal runter. Hier direkt den ersten, ne? Ja. Mit der Rohloff und dann. Ja, auf geht's, ne? Ja. Oh, das zieht richtig durch. Okay, warte. Ich kann mir das hier gar nicht vorstellen. Geht? Ja. Ich kann auch schneller, ne? Ja, mach. Ah, ich geh kaputt, Alter. Sag mal, wie schnell ich fahre. Weiter, weiter. Okay. Wir schleppen hier gerade mein Highbike ab. Und wie ist das? Ist das wackelig oder läuft das ganz easy? Ja, wunderbar. Soll ich ein bisschen hochschalten? Okay, warte. Ey, das gibt's nicht, ey. Fühlt sich für mich jetzt auch überhaupt nicht blöde an. Das funktioniert, ne? Ja. Was kostet das Ding? 60 haben wir bezahlt und kostet normalerweise, ich weiß es gar nicht, okay. 90, 100. Also Abschleppdienst, Riso Müller schleppt Highbike ab. Es ist offiziell. Es ist sensationell. So, jetzt kann der Motor mal. Ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? So, wir haben jetzt wie viel? So, 18, 19, 20. Bei aller Freude, die wir hier hatten, gibt es natürlich noch einige Dinge zu beachten. Zum einen, wenn man eine Kurve fährt, muss man in der Regel etwas weiter ausholen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die hintere Person dann entsprechend mitlenkt und nicht irgendwie andere Ideen hat. Nee, Mann. Denn sollte das der Fall sein, dann landen definitiv beide auf der Nase. Da müssen wirklich beide Parteien, sage ich mal, mitziehen. In der Regel ist es auch so, dass diese Abschleppseile auch oft dafür verwendet werden, eben Kinder noch irgendwie die letzten Meter von einer größeren Tour noch nach Hause zu bekommen, sage ich mal, indem man sie eben mitzieht. Aber wichtig ist natürlich, dass beide in dieselbe Richtung lenken und dass auch die hintere Person entsprechend etwas bremst. Sonst, ja, kann es passieren, dass der eine dem anderen drauf fährt. Und ich habe noch eben nachgeschaut, es gibt auf jeden Fall auch günstigere Abschleppseile, so zwischen 20 und 50 Euro, sind dann so belastbar bis 200, 225 Kilo. Schaut einfach mal nach, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten, ja, danke fürs Dranbleiben und macht's gut, bis zum nächsten Video.